Ja, hi Freunde, hier ist wieder euer Mofa-Bärchen. Ich grüße euch ganz herzlich. Leute, wir spielen heute mal ein Spiel, auf das ich ganz, ganz lange gewartet habe. Und ich habe sogar schon im Kickstarter drauf gewartet und ich habe es in meine Lesezeichen gespeichert. In der Hoffnung, dass das Spiel endlich rauskommt und heute wurde es endlich released. Ich will auch die erste Folge heute auf jeden Fall noch droppen, wobei ich hätte mal gesagt, es geht jetzt mal als ein Angespiel. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und zwar geht es um das Spiel Homesick. Ihr seht schon selbst, das Menü ist sehr simpel gehalten. Ne? Man muss noch dazu sagen, das Ganze basiert auf einer Unreal 3 Engine, soweit wie ich weiß. Und die Grafik ist wirklich amazing, Leute. Ihr werdet es dann selbst sehen. Also wir können uns mit WASD bewegen, mit C können wir uns ducken und mit Escape können wir ins Menü. Mit Linksklick können wir was benutzen, mit Rechtsklick irgendwas abbrechen oder beiseite legen. Mit einem Mausreitchen können wir Sachen oder Items changen oder wechseln. Ich hätte mal gesagt, wir fangen auf jeden Fall mal ein neues Spiel an und ja, dann kann ich euch ein bisschen vielleicht was dazu erklären, denn Homesick ist nämlich, lass mich ihn erstmal aufwachen. Und Leute, ihr seht schon die Grafik, es sieht amazing aus, es ist wirklich geil gemacht, also es sieht wirklich, wirklich cool aus. Da fliegt ein Papier im Wind, von sanften Klängen geweckt. Wunderherrlich, Leute. Ich habe mich wirklich auf das Spiel gefreut. Okay, Leute, wir bewegen uns jetzt erstmal hier. Wir haben hier, ich sag mal jetzt nicht ein klassisches Click-and-Point-Game, aber wir haben hier ein Click-and-Point-Spiel. Also hier nichts mit Kanonen und was auch immer. Wir heben jetzt erstmal hier den Zettel auf. Und wir haben jetzt erstmal hier, ja, ein abgerissenes Blatt mit einem Kind und wachsenden Blumen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass auf der anderen Hälfte hier, ja, vielleicht die Mutter oder so ist, denke ich mal. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Leute, ich habe das Game mal angezockt, nur ganz, ganz kurz, nur um zu schauen, ob alles funktioniert. Okay, wir packen es jetzt erstmal weg, Leute, und wir schauen uns jetzt erstmal um und ihr seht schon selbst die Grafik, Leute, das ist der Hammer. Zu den Blenden hier will ich auch gleich noch einen kurzen Teil sagen. Okay, wir schauen jetzt erstmal hier ins Bad. Also, wie gesagt, es ist hier ein Click-and-Point-Adventure. Und ja, es ist halt mal mit richtig geiler Grafik hier gemacht. Okay, das Licht hier scheint anscheinend nicht zu funktionieren, Leute. Die Toilette kann ich auch nichts machen. Und der Badewanne kann ich auch noch nichts machen. Oder nichts. Oh, hier können wir irgendwas machen. Wir können Wasser aufdrehen, aber es kommt leider kein Wasser. Zum Spiel oder zur Story selbst. Also ich kann leider nicht so viel sagen von der Story, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber ich habe jetzt auch nichts gefunden, wo storymäßig irgendwie irgendwas erklären würde. Ich habe so viel mitbekommen und zwar, wir haben hier, ja, ich weiß gar nicht, ob wir eine Frau oder einen Mann spielen. Also ich denke mal, dass es ein Mann ist und der ist auf jeden Fall hier in diesem Raum, fühlt sich zu Hause. Und wir können natürlich dann auch schlafen gehen. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Welten. Einmal die tagsüber die Welt, die hier, wie hier, eigentlich wunderschön ist, muss ich sagen. Und einmal die Welt in der Nacht, da wo wir sogar dann mit Axt bewaffnet sind und uns durch die dunkle Nacht kämpfen müssen. Wir haben hier auch eine ganze Menge Rätsel. Und wie ich so gelesen habe, sollen die Rätsel auch teilweise wirklich sehr, sehr schwer sein. Aber das ist eben, ja, ich sag mal, die Herausforderung an dem Game. Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, auch von der Grafik. Ihr seht es ja selbst schon. Ich öffne jetzt hier mal kurz die Schränke in Hoffnung, dass ich hier irgendwas finde. Aber wir haben hier nichts. Den Schrank hatte ich schon offen. Hier haben wir noch ein Papier. Okay, Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein soll. Welche Schrift oder welche Sprache. Ich kann es euch gerade nicht sagen, aber vielleicht ist es schon unser erstes Rätsel, ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, wir schauen einfach mal weiter. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Blumen, die ja etwas verwelkt sind. Ah, hier haben wir noch einen Brief. Leute, das ist alles in dieser komischen Schrift geschrieben. Ich kann es jetzt aber leider nicht lesen. Okay, wir schauen einfach mal weiter. Was haben wir denn hier im Bücherregal? Leute, ihr seht schon, es sieht wirklich geil aus. Es gibt keine Textur, die irgendwie hier doppelt ist oder so.
Hier mein Buch, auch geschrieben in dieser komischen Schrift. Ich weiß aber nicht, was das bedeuten soll. Okay, Leute, wir schauen einfach mal weiter. Die Musik, die bringt einen ja hier schon fast ein bisschen runter. Wohin geht denn das Kabel? Ah, zum Deckenventilator, denke ich mal. Okay, er dreht sich zwar schon, allerdings etwas langsam. Mit denen können wir aber auch nichts machen. Hier hinten hängt noch was. Okay, Leute, wie gesagt, ich spiele das hier gerade ziemlich blind an. Also ich habe das jetzt hier vorhin vielleicht mal 2 Minuten gezockt. Um zu schauen, ob alles... Oh, das Buch, das wollte ich schon sagen. Es sieht jetzt schon sehr verdächtig aus. Das ebenfalls. Leute, wir haben hier überall diese komische Schrift. Ich will jetzt nicht blöd dastehen, aber ich denke mal, dass das wahrscheinlich das erste Rätsel, könnte ich mir vorstellen. Das könnte das erste Rätsel sein. Okay, Leute, wir haben hier erstmal nichts mehr. Und wenn wir meinen, dass wir eben abgeschlossen haben, dann können wir uns hier in das Bett legen und dann kommen wir natürlich erstmal in die Nacht. So weit war ich allerdings noch nicht. Okay, wir gehen jetzt erstmal zur Tür raus. Okay, sie ist verschlossen. Okay, und jetzt soll es funktionieren. Oh, hier hängt auch ein Zettel an der Tür. Allerdings auch in dieser... Ich kann mir nicht erklären, was das sein soll, Leute. Okay, aber die Scheinwerfer scheinen ja hier auch nicht zu funktionieren. Oh, hier haben wir schon eine Axt, Leute. Okay, ich kann es mir jetzt nicht erklären, warum ich die Axt jetzt hier nicht nehmen kann, Leute. Er macht im Gegensatz lustige Geräusche. Okay, wenn er sie nicht will, dann laufen wir einfach mal weiter und schauen natürlich einfach mal nochmal durch dieses, ich sag mal, wunderschöne Haus hier eigentlich. Also, wie gesagt, von der Grafik her. Also absolut top, muss ich sagen. Vom Gameplay und von der Kamera, alles ultra smooth, Leute. Okay, ich schalte jetzt hier nochmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gar nichts, was Elektrisches irgendwie funktioniert. Hier haben wir noch was. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mikrofon irgendwie. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, hier hat man noch was. Ach du Kacke, Leute. Ich glaube, vielleicht müssen wir das irgendwie übersetzen. Ich bin mir jetzt relativ unschlüssig. Okay, hier haben wir einen alten Bettrahmen. Sogar der auch irre aussieht. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber es sieht grafisch einfach herrlich aus. Also, ganz ehrlich gesagt, ich würde mich hier wahrscheinlich auch sogar wohlfühlen in dieser Welt. Warum auch immer, weil es einfach so schön ausschaut mit der Sonne und so, mit dem Licht und den Partikeln hier, die hier rumfliegen. Ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Hier haben wir ein schönes Auto. Sieht hier so ein bisschen aus wie eine Shelby Cobra oder ich kann mich jetzt auch täuschen. Bin jetzt hier nicht der Autoexperte. Leute, ich frage mich, warum hier kein Scheinwerfer funktioniert. Vielleicht muss das Kabel hier rüber. Aber das wird sich, denke ich mal, im Spielverlauf aufklären. Hoffe ich doch zumindest mal. Okay, und wenn die Rätsel schon so schwer sind, dann sollen wir uns auf jeden Fall ein bisschen konzentrieren. Ich öffne jetzt erstmal die Türen hier. Hier scheinen wir aber nichts machen zu können. Was haben wir denn hier? So einen weißen Fleck. Hier haben wir nochmal so ein Buch. Allerdings auch mit dieser fragwürdigen Schrift. Hier haben wir nochmal ein Badezimmer. Oh, und hier tropft Wasser. Und hier ist sogar Wasser drinnen. Es tropft von der Dusche. Anscheinend schon eine ganze Zeit lang. Wenn die Badewanne hier schon so voll ist. Was können wir denn hier machen? Wird das Wasser weniger? Ich weiß es noch nicht. Ich bild mir ein, ja, irgendwie schon, aber... Okay, wir schauen einfach mal weiter, Leute. Oh, hier fängt es auch das Tropfen an. Okay,
Okay, Leute, wir schauen einfach mal weiter. Ich sollte vielleicht den Boden nicht so außer Acht lassen. Wer weiß, was wir da noch finden können. Hier unten zum Beispiel. Aber ich habe noch nichts gefunden, was ich jetzt in meiner Sprache jetzt lesen könnte. Leute, es sieht wirklich geil aus. Also ich bin sprachlos. Es ist der Hammer. Ich dachte schon nach der Vanishing of Ethan Carter, dachte ich schon, nach kommt jetzt nicht mehr so Großes. Aber das ist schon ein großes Kino und das ist nicht mal die Unreal 4 Engine, sondern tatsächlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist tatsächlich die Unreal 3 Engine. Okay, wir schauen mal hier rum. Wir haben hier einen neuen Raum. Hier haben wir wieder ein Badezimmer. Und hier hängt irgendwas. Aber damit können wir auch nichts anfangen. Okay, wir haben drei Badewannen, Leute. Von diesen drei Badewannen ist eine gefüllt mit Wasser. Ich schau mal hier weiter. Mal kurz ducken, damit wir ja nichts verpassen hier. Okay, hier scheint aber auch nichts zu sein. Was haben wir hier? Müsli. Leute, es ist auch so. Es ist ja schon fast schwarz-weiß, das ganze Game. Also, es wurde total entsättigt, aber es macht einen total soliden Eindruck. Hier haben wir noch einen Zettel. Leute, ich kann diese Zettel nicht lesen. Hier haben wir noch ein Buch, das ich wahrscheinlich auch nicht lesen kann. Aber es muss ja einen Sinn haben, wenn ich diese eben nehmen kann. Hier haben wir wieder Strichmännchen, genau wie auf unseren Zettel. Hat es irgendwas gemeinsam? Ein Pärchen sitzt am Tisch und gibt sich die Patschehändchen. Okay, und hier muss es anscheinend ziemlich heiß sein. Leute, ich, beim besten Willen, ich kann das nicht entziffern. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob ich das Game in der richtigen Sprache eingestellt habe, aber ich glaube, das geht, glaube ich, nur in Englisch. Leute, wir schauen einfach mal weiter. Wo kamen wir denn? Von hier hinten? Okay, hier brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel, um reinzukommen. Und hier, da war, denke ich mal, auch eine Axt oder irgendwas in der Richtung drinnen. Okay, hier in diesen Gang kommen wir nicht. Hier haben wir eine Steckdose mit dem Licht dran. Können wir aber auch nichts machen, Leute. Also um ganz ehrlich zu sein, ich weiß noch nicht, was unser... Oh, hier haben wir einen Schlüssel, Leute. Ich weiß noch nicht, was unser erstes Rätsel sein soll. Haben wir jetzt zugesperrt? Und eben nach jedem Tag- und Nachtzyklus erweitert sich die Map immer um ein Stückchen mehr. Es ist irgendwie so eine Mischung aus PT. Und wir können hier mal probieren, Schlüssel einzustecken. Wobei PT ja schon... Leute, kann ich hier nicht... Ah, ich muss den Schlüssel wahrscheinlich auswählen. Ach, der Schlüssel ist abgebrochen, der eine, Leute. Ja, voilà, und da kommen wir schon in unseren ersten Raum, den wir... Ja, unsere erste eigene Interaktion, oder wie nennt sich's, durchgeführt haben. Okay, wir schauen auf jeden Fall mal hier durch. Die Decken darf man natürlich auch nie aus Acht lassen. Und ducken uns einmal. Okay, wir haben einen Eimer. Wir haben einen Eimer und ein Blatt. Okay, Leute, wir stehen mal wieder auf. Kann ich die Türe wieder zumachen? Nee, das geht leider nicht. Hier hinter kommen wir nicht.
Hier hinten ist abgeschlossen, Leute. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt irgendwas hier mit diesen Steckern hier zu tun hat. Ich gehe jetzt mal diesen Kabel hier nach oder diesen Rohr. Denn die sind alle eingesteckt an dieser Leitung. Wenn ich die jetzt hier rein theoretisch hier anmache, dann müssten die ja leuchten. Was haben wir denn hier? Okay, Leute, die Axt. Ich kann sie leider nicht nehmen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wieso. Leute, sieht aus, als wäre hier mal eine Türe gewesen. Leute, natürlich, ich habe eine Idee. Natürlich, Leute, wir haben drei Badewannen und eine, die voll ist. Wo war die denn jetzt gleich? War das die hier? Hier haben wir eine Badewanne. Okay. Bloß, was mache ich jetzt mit diesem Eimer, Leute? Haben wir den Eimer noch? Ja, tatsächlich. Leute, ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfangen oder anstellen könnte. Muss ich das vielleicht... Ich meine, es wäre jetzt ein bisschen sinnlos, das jetzt in meine Wanne zu kippen. Aber man weiß ja nie... Okay, irgendwo muss schon der Hund begraben liegen. Ich weiß aber nicht, was ich damit machen könnte, Leute. Also wie gesagt, es sollen wirklich sehr, sehr schwierige Rätsel sein. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das in diesem Angespiel vielleicht das eine Rätsel überhaupt lösen kann. Oder ob sich vielleicht das Rätsel über die ganze Zeit zieht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Probieren es nochmal mit der Axt. Können wir es nehmen? Okay, er ist immer noch zu schwach. Leute, was haben wir denn? Oh, Leute, wir müssen... was getan. Oh Leute, die Blumen verändern sich. Sie blühen. Es sind blaue Blumen, wie auf dem Bild, Leute. Ich glaube, so weit entfernt sind wir gar nicht. Unser Eimer ist leer. Wollen wir vielleicht nochmal einen holen? Ist es jetzt vielleicht ein Zeichen, dass er schlafen gehen muss? Probieren wir es einfach mal. Nehmen wir den Eimer mal mit ins Bett. Oh, er nimmt automatisch das Bild und legt sie hin. Und hier fliegen schon die Blätter. Durch den Raum. Okay, Leute, das wird unsere erste Nacht. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Oh, wir haben die Axt, Leute. Lief. The hall lights on. Oh shit, was ist denn hier los, Leute? Leute. Leute, in der Nacht kann ich diese Zettel lesen. Hm.
Okay. Leute, wir sind wieder in der Nacht. Wir hatten doch hier irgendwo einen Lichtschalter. Hier hinten ist einer. Das ist der Ventilator. Wow. Leute, ich denke mal, dass wir hier gefangen genommen werden von diesen schwarzen Dingern hier, die hier sind. Wir haben aber auch sonst nichts weiter. Wir haben keine Lampe oder irgendwas in der Richtung. Ich weiß, dass hier hinten ein Schalter war, aber ich kann den nicht sehen, Leute. Das heißt, wenn ich mich bewege, dann passiert hier gar nichts. Muss ich mich hier vielleicht durchschlagen, Leute? Was kann ich denn hier alles zerschlagen? Irgendwas? Ich kann auch nicht mehr schlafen gehen. Wir haben nichts mehr im Inventar. Wir haben nur noch unsere Axt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, warum wir so genau eine Axt haben. Aber ich darf nicht stehen bleiben. Ich kann jetzt vielleicht die Bücher lesen, wenn ich sie sehen würde. Oder hier den Zettel. Aber ich kann ihn auch nicht aufnehmen. Ich kann hier nicht aus diesem Raum raus. Leute, irgendwas muss hier sein. Leute, was ist hier los? Ich schlag hier wild um mich mit diesem Hammer. Leave the hall lights on. Management. Leute, ich habe jetzt nachts die Axt in der Hand und werde hier anscheinend geplagt. Muss ich vielleicht die Lichter anschalten tagsüber, damit es nachts hell ist? Oder hat sich schon unser erster neuer Weg aufgebaut? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt so richtig war, was wir jetzt gemacht haben. Können wir jetzt die Zettel lesen? Nee, es funktioniert aber immer noch nicht. Welche Türe war denn verschlossen? Die hier war offen. Okay, die ist hier immer noch verschlossen. Und hier ist anscheinend der Schlüssel abgebrochen. Hier steckt noch ein Stückchen im Schloss. Er ist müde. Das muss irgendein Zeichen sein, Leute. Müssen wir irgendwas mit in den Traum nehmen? Oder in die Nacht? Gibt mir das Zeichen, dass er schlafen muss. Aber ich weiß nicht, wie ich in der Nacht interagieren muss. Damit das alles so funktioniert oder damit das wenigstens einen Sinn ergibt oder einen logischen Sinn für mich vielleicht ergibt. Okay, Leute, dann schlafen wir nochmal. Ich will jetzt hier nochmal ganz kurz schauen, wo ist denn hier der Lichtschalter? Der ist hier ganz hinten. Okay, wir probieren es einfach nochmal, Leute. Er hält immer das Bild in der Hand. Okay, und wir sind wieder in der Nacht, Freunde. Oh, Minecraft! Leute, das Licht ist tatsächlich an. Oh, Leute, das ist sehr gut. Ich habe allerdings keine blassen Schimmer, wohin wir müssen. Ich denke mal, dass wir in der Nacht auch irgendwas suchen müssen oder tun müssen, Leute. Ich hätte jetzt gern mal zurückgeschaut, ob wir vielleicht... Oh, wir können hier weitergehen, Leute. Hier wurden wir vorhin ein bisschen geblockt. Und ich höre hier Leute. Leute, ich muss mich ein bisschen beeilen. Denn wenn ich hier stehen bleibe, dann kommen diese Dinger und wollen mich hier irgendwie, ja, töten, sag ich mal. Was haben wir denn für Zahlen drauf? 5, 3, 5, 5. 5, 3, 5, 5. Leute, sieht amazing aus, also. Seid mir nicht böse, wenn ich die ganze Zeit da vorne schwärme. Aber ich finde, es sieht hier wirklich mega cool aus. Hier drin ist zu dunkel.
Hier hinterkommen wir anscheinend nicht. Und hier macht's einen Gong. Leute, sind wir in der Schule? Schnell raus, schnell raus. Leute, waren wir hier vorhin schon drinnen? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass hier zwei Betten standen. Wie sieht es denn mit der Axt jetzt hier hinten aus? Okay, da können wir anscheinend nicht hin. Die ganzen Bücher können wir auch nicht sehen, Leute. Okay, Leute, ich gehe nochmal hier hinter, schnell eben in diese, ja, größere Halle, sag ich mal. Wir hören hier verschiedene Geräusche. Ich kann aber nachts nicht interagieren. Wir können nur mit der Axt irgendwas machen. Oh, yes! Ich verstehe es, glaube ich, so langsam. Das heißt, was wir nachts träumen, müssen wir tagsüber wieder machen. Wir haben jetzt hier hinten die... Wir haben immer noch dieses Bild in der Hand, denke ich mal. Und den Eimer wahrscheinlich auch. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier raus. Und das ist wieder in dieser anderen Sprache. Und tatsächlich, jetzt ist hier hinten die Türe auch offen, Leute. Ach so, das ist die Türe, die ich aufgeschlagen habe. Leute, es sieht amazing aus. Es ist wirklich... Okay, hier können wir weiter, Leute. Vielleicht müssen wir hier wieder ein paar Blumen gießen. Die sehen auch sehr verwelkt aus. Habe ich noch ein bisschen Wasser im Eimer? Nee, wollen wir mal eins holen? Leute, ich wollte eigentlich schon Schluss machen. Aber mich fesselt es gerade selbst so ein bisschen, das Game, weil ich auf jeden Fall immer wissen möchte, was denn so als nächstes passiert. Ah, wir können hier nicht rumgehen. Das heißt, wir müssen wieder außen rumgehen oder beziehungsweise innen rumgehen. Wir holen jetzt nochmal eine Kelle voll mit Wasser. Wo war denn jetzt diese Badewanne? Die war hier vorne. Ich hoffe, die ist jetzt nicht leer. Natürlich ist sie leer. Oder können wir das vielleicht wieder anmachen? Wo kriegen wir jetzt denn Wasser her? Es tropft aber auch nichts mehr. Okay, Leute, ich schaue nochmal in die Halle. Denn hier? Neuen Gang, in dem wir aber noch nicht laufen können. Ich denke, den müssen wir wahrscheinlich nachts wieder erkunden. Da schalte ich jetzt hier einfach mal das Licht an, damit wir auch nachts was sehen können. Okay, der ist zu. Der ist offen. Okay, das sieht schon sehr nach einem Rätsel aus. Sechs und ein Kästchen mit durchgestrichen. Oder das durchgestrichen ist. Hier haben wir nichts. Soll ich vielleicht die Schublade offen lassen, damit ich es vielleicht nachts lesen kann? Die ist hier verschlossen. Leute, das müssen wir mal im Hinterkopf bewahren. Oder behalten. Hier haben wir Fotos. Sieht aus wie eine Raffinerie oder sowas. Wir machen nochmal zu. Schauen in die nächsten Schubladen. Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir
Ich denke mal, dass es ein Zeitungsartikel sein soll. Also sieht jetzt so für mich auf den ersten Blick hier aus. Leute, die Schublade ging automatisch zu. Ich will jetzt nochmal probieren, wo war denn diese jetzt? Ne, das war die unten drunter. Ich denke zwar nicht, dass wir es dann aufnehmen können. Ne, es geht tatsächlich automatisch wieder zu, Leute. Die ist verschlossen. Die ist offen. Die haben wir nochmal. Eine 6 mit einem durchgestrichenen X und Fotos. Leute, was ist denn das hier? Hinten ist ein Boot auf jeden Fall. Hier rechts im Bild ist ein Mann. Was ist das links? Ein Zug? Leute, das Bild gibt für mich gerade keinen Sinn. Hier haben wir noch mehr Fotos. Hier haben wir einen Hafen. Irgendwie sieht das aus, als ob dieses Schiff einen Teil von der Brücke abreißt oder... Ich weiß jetzt nicht genau, Leute. Komischerweise bleibt die Schublade offen. Ne, sie geht auch wieder zu. Okay. Oh, was umfällt, muss doch was dahinter sein. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum die umgefallen ist, Leute. Wieder ein Zeitungsbericht. Okay, Leute. Wir haben hier ganz viele wirre Sprachen. Beziehungsweise eine wirre Sprache, die ich aber nur nachts überlesen kann. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich schon aufhören. Ich wollte nur mal kurz das Game zeigen, Leute. Aber das fesselt mich gerade so ein bisschen. Dass man hier auf jeden Fall dranbleiben muss. Vor allem, weil man nie weiß, was Neues kommt. Hier oben haben wir Wasser, Leute. Leute, ich habe die Idee. Leute, wir brauchen irgendwas zum Aufstechen. Ich nehme den Eimer. Ach, hey, Leute, das könnte jetzt eine Weile dauern. Leute, ich habe das Gefühl, wir müssen dieses Ding aufstechen, damit das Wasser hier rauskommt. Dann können wir wahrscheinlich wieder... Ach du Kacke, in den Keller will ich jetzt erstmal nicht, Leute. Oder vielleicht doch? Okay, der Keller ist verschlossen. Leute, wie könnten wir jetzt diese riesen Blase mit dem Schlüssel aufmachen? Ah, Leute, wir haben den Schlüssel. Kommen wir damit vielleicht in den Keller? Ne, hier ist kein Schloss dran. Was hatten wir denn hier hinten? Das sind zwei Bänke, glaube ich. Okay, aber die ist auch noch verschlossen. Leute, hier ist noch eine Tür. Fall um, dann könnte ich vielleicht die Türe hier aufmachen. Okay, ich hab's gewusst. Es muss jetzt irgendwas damit zu tun haben. Leute, wie kriegen wir das jetzt raus? Ah, Leute, wir können eine Zahlenkombination eingeben. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da kommt auf jeden Fall unser zweites Rätsel. Okay, Leute.
Ich hätte mal gesagt, wir belassen es erstmal bei diesem kleinen Angespiel von Homesick. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Falls ihr noch mehr solche Videospiele, Games sehen wollt, dann abonniert mich gerne. Ja, liebe Leute, das Spiel gibt es übrigens bei Steam für 14,99 €. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis dahin, macht's gut. Euer Mofa. Ciao, ciao.